Hallo und willkommen zu meinem Review und Fazit zu Consortium, einem über Kickstarter finanzierten Science-Fiction First-Person-Adventure von Interdimensional Games Inc. Bei Consortium ist der Dreh- und Angelpunkt die Story, die Entscheidungen, die wir treffen und ganz grundsätzlich das Setting. We here at IDGI have invented a satellite capable of transporting you to this not so distant future. And the rest is up to you. Die Welt, in der wir uns bewegen, gilt nicht etwa als Spiel, sondern wird einem vom Spiel als anderer Strang der Realität präsentiert. Ein wenig ähnlich dem Setting der Ultima-Spiele, bei denen der Spieler als Avatar in eine Fantasy-Welt gezogen wird. Nur sind wir hier über einen Satelliten mit einem fremden Körper in der anderen Realität verbunden, und das wird uns auch immer wieder bewusst gemacht, indem wir Interferenzen zu spüren bekommen. Wir müssen auch gar kein Geheimnis daraus machen, wenn wir nicht wollen, sondern können uns dazu entscheiden, es einfach den anderen Charakteren zu erzählen, wenn sich die Gelegenheit bietet. Eine von vielen Entscheidungsmöglichkeiten des Spiels. Wichtig ist aber auch unsere aktuelle Lage, oder sagen wir, die aktuelle Lage des Körpers, in dem wir stecken. Denn dabei handelt es sich um eine Art Spezialagent namens Bishop Six, der sich mit einem Überwachungstrupp der Regierung in einem Spezialflugzeug befindet und dort mit dem Flugzeug und der Crew interagieren muss. Das Gameplay besteht dabei zum allergrößten Teil aus dem Führen von Dialogen und dem Herumlaufen in dem Flugzeug, bei dem anfangs noch ein paar Räume verschlossen sind, die dann später zugänglich gemacht werden. Es gibt darüber hinaus noch zwei optionale Aufgaben, bei denen wir bestimmte Stellen im Flugzeug suchen müssen, mit denen wir interagieren müssen, ein Trainingssimulator, der aber ebenfalls optional ist, und noch ein weiteres Minigame, das aber keine wirkliche Rolle spielt. There's nothing to worry about. Not unless you're afraid of a couple crummy American F-35s, piloted by a group of washed-up mercenaries. A few more bad apples who wish the war never ended. It's just another day in the consortium. Etwas irritierend ist dabei, dass der Kampfsimulator und auch die Tipps in den Ladebildschirmen einem den Kampf mit seinen Kniffen näher bringen wollen, während es aber im Spiel eigentlich kaum etwas zum Ballern gibt. Es gibt nur ein bis zwei kurze Kämpfe, auf die man aber auch gar nicht zwangsweise stoßen muss, weshalb ich auch nicht näher auf den Kampf und dem Inventar, das außerhalb des Kampfes keine Rolle spielt, eingehen werde. Die Erklärung für dieses Ungleichgewicht dürfte darin zu finden sein, dass das Spiel als erster Teil einer zusammenhängenden Trilogie ausgelegt ist, bei der die Entscheidungen des ersten Teils auch in den zweiten Teil übernommen werden. Und so endet Consortium auch bereits nach etwa 6 Stunden jäh mit einem offenen und wenig zufriedenstellenden Ende. Problematisch wird das auch dadurch, dass zum Zeitpunkt dieses Reviews, bereits 2 Jahre nach Release des Spiels, noch immer nicht klar ist, ob es einen zweiten und dritten Teil überhaupt geben wird. Auf Kickstarter ist die Finanzierung des zweiten Teils gescheitert und im März 2016 folgt ein weiterer Versuch auf der Plattform FIG. Das 3- bis 6-stündige Spiel besteht also zum allergrößten Teil aus Dialogen und sehr vielen Entscheidungssträngen. Und während zwar die grundsätzliche Handlungsreihenfolge recht fix ist, gibt es doch hier und da auch ein paar Unterschiede, gerade in Hinsicht darauf, was man in Erfahrung bringt, wer als Schuldiger im Detektivanteil ausgemacht wird und wer am Ende noch lebt. Und so lädt das Spiel, das bei den unterschiedlichen Spieldurchläufen auch von Quantum Strings spricht, durchaus zum Ausprobieren ein. Aber eben auch nicht so viel wie ein Stanley Parable, welches mit oft vollkommen neuen Strängen und Arealen aufwartet. Außerdem wird das Spiel nach dem zweiten Durchspielen da noch etwas öde, da man die Dialoge nicht abbrechen kann. Nun wirkt das Spiel leider auch nicht super polished. Das fängt bei den Texten an, bei denen Satz und Sonderzeichen etwas seltsam dargestellt werden. Im Inventar sind einige Erklärungen in Großbuchstaben geschrieben, andere normal. Hinzu kommen dann auch noch folgende Fehler, auf die ich in meinen 2 Durchläufen gestoßen bin. Hält man die linke Maustaste kurz fest, dann lädt sich der Faustschlag mit Energie auf. Das Knistern dieser Aufladung verschwindet aber nicht mehr, bis man einen Spielstand lädt. Außerdem habe ich es geschafft, mich im Aufzug festzusetzen, wo auch nur noch ein Reload half. Und an einer Stelle war ein Dialog kaputt, wenn man nicht in der vorgegebenen Zeit geantwortet hat. Die Entwickler sind aber auch immer noch aktiv am Spiel am Arbeiten, und für ein weiteres Problem, das ich gemeldet habe, wurde auch schnell die Ursache herausgefunden. Anscheinend hat ein auf den Boden geworfener, wenige Zentimeter großer Gegenstand den Pfad des NPCs blockiert, der daraufhin in einer kritischen Situation nicht mehr weiterlief und gestorben ist. Ich sehe damit ganz gute Chancen, dass auch die anderen, eher kleinen Fehler noch korrigiert werden.
Was sich allerdings aufgrund der dahinterliegenden Source Engine nicht von den Entwicklern verbessern lassen wird, ist die Ladezeit, die mit einer HDD beim ersten Spielstart 4 Minuten dauert und bei weiteren Reloads immer noch über 30 Sekunden veranschlagt. Gerade für die Prämisse, dass man in dem Spiel auch mal laden und einen anderen Weg ausprobieren sollte, sind diese Ladezeiten nicht sehr hilfreich. I apologize for her attitude, Bishop. She is having a hard time processing what happened earlier with what you told us and the brain scan. Die Grafik des Spiels wirkt auf den ersten Blick aufgrund der kruden Kanten etwas billig, allerdings gewöhnt man sich dort recht schnell dran. Die musikalische Untermalung ist von den Tracks her zwar gut gelungen, bloß kamen mir dort einige Tracks wesentlich lauter vor als andere. Die Musik liegt dem Spiel übrigens auch als kostenlose Dreingabe als MP3 bei. I am curious about one thing, Bishop. If there are other versions of you in our world, other players like yourself, does each of you play along a different timeline? A different instance of this dimension? Eine schlussendliche Bewertung ist für das Spiel etwas schwierig, da man es im Grunde als erste Stunde eines dreistündigen Films betrachten könnte. Dafür kostet das Spiel auf Steam aber eben auch nur 10 Euro und in den Sales kann man es regelmäßig für 2 bis 3 Euro kaufen. Die Prämisse, dass man im Körper einer Person aus einer anderen Realität steckt, finde ich erstmal sehr interessant und kannte ich in dieser Form bisher nur aus dem Buch 2012, Das Ende aller Zeiten. Punkten kann das Spiel auch darin, dass die Charaktere im Spiel nicht so steif wie in anderen Spielen wirken, sondern auch von der Bewegung her an einigen Stellen unerwartet lebendig erscheinen. Die Vertonung der Charaktere ist ebenfalls sehr gut geraten, was gerade bei einem Spiel mit vielen Interaktionen zwischen Charakteren und Gefühlsschwankungen keine triviale Leistung ist. Und dann sind da natürlich noch die Entscheidungsmöglichkeiten, die es in dieser Dichte in kaum einem anderen storybasierten Spiel gibt. Und die auch hier nicht so klar die Mechanik dahinter durchscheinen lassen. Work is never complete for a lady with these assets. Zum aktuellen Zeitpunkt wirkte mir das Spiel aber nicht polished genug und ohne die anderen Teile war das Gesamterlebnis zu unbefriedigend. Meine Gesamtbewertung wäre daher erstmal nur ein knapper neutraler Daumen. Wird es die Nachfolge geben, die die Story zu Ende führen und wird das Spiel bis dahin auch noch weiter gepolished werden, wäre aber auch noch eine bessere Bewertung drin. Aktuell würde ich es nur den Spielern empfehlen, die weder Rollenspielmechaniken noch Kampf erwarten und bereits Spaß daran haben, mit Dialogen zu experimentieren, und auch denen würde ich zunächst nahelegen, auf einen Sale zu warten. Ich wünsche in jedem Fall viel Spaß und für mich geht es nun von diesem Spiel wieder zurück in das echte Leben.